Was Bildhauer machen, kann ich eigentlich nicht so richtig beantworten. Ich sage nur, was ich mache. Ich bin Bronzebildhauerin, weil ich das Material mag. Wenn es eine fertige Skulptur ist und ich fasse sie an, bekommt sie die menschliche Wärme. Ich kann etwas verwirklichen, was mir am Herzen liegt, ohne Rücksicht zu nehmen. Das heißt, ich arbeite etwas, was ich möchte. Ich will das, was ich machen möchte, so umsetzen, dass ich froh bin, dass ich glücklich bin. Dass das, was ich geschafft habe, mit Handwerk, mit Können und mit Kunst in Einklang ist. Für mich ist spannend, dass ich etwas umsetze, was es in der Form nicht gibt. Ich nehme einfach einen Körper von einem Tier, von einem Menschen. Und das Spannende ist einfach, dass es dann richtig ist, dass es einen Ausdruck bekommt, einen Ausdruck, den ich möchte, einen Ausdruck, der passt. Und deshalb arbeite ich klassisch und ich käme wahrscheinlich niemals auf die Idee, etwas gewähren zu lassen. Ich habe eigentlich die Idee, wie es sein wird im Kopf. Und dann mache ich eine Miniskizze. Ja, fast eigentlich nur einen Gedanken. Einen Mini-Gedanken auf das Papier und letztendlich wird es dann auch so. Bronzen unterscheiden sich durch Patina. Patina ist eine Vorwegnahme des Oxidationsprozesses. Das heißt, mit Chemikalie kann ich Farbe geben. Kühler, wärmer, strenger. Und das ist die Vorwegnahme dieser Farbgebung. Ich arbeite gerne Kinderskulpturen, weil sie in dem Moment immer noch ohne Kalkül etwas sagen, etwas machen, sich bewegen. Ein Kind spielt, ein Kind lacht. Und Erwachsene haben eben schon etwas Gelerntes. Eine Mischung aus, das passt zu mir, Eigenart, aber auch eine Portion Kalkül. Das heißt, wissen, wie könnte ich einigermaßen gut rüberkommen. Und das haben eben Kinder nicht und deshalb faszinieren mich Kinder. Namen sind für mich wichtig. Ich spreche mein Gegenüber ja auch nicht mit Mensch an. Es ist eine Achtung der Skulptur. Wir verbringen miteinander Zeit und irgendwann heißt sie Clara. Aber warum sie Clara heißt, weiß ich nicht. Ich mag Gipsfiguren. Für mich, weil sie haben diese Faszination von Verletzlichkeit, Verletzbarkeit. Sie sind mir viel näher, weil sie von mir kommen, ausschließlich von mir. Und erwerben? Nein. Sie bleiben bei mir. Ich sehe meine Skulpturen im anderen Umfeld, in anderen Galerien. Das ist mordspannend, weil meine Skulptur in Korrespondenz und in Aktion mit anderen Skulpturen steht. Es ist spannend. Es ist doch ein Unterschied, ob ich eine Clara von der Fellner sehe oder viele Mädchen von vielen Künstlern in Bronze. Das ist so aufregend. Das ist selbst für mich aufregend, weil ich sage, toll hat er das gelöst. Auftragsarbeiten sind sehr spannend, irrsinnig anstrengend, weil da kann man sich nicht verwirklichen. Da kann man nur Tatsachen schaffen. Dass man sich zurückstellt, seine Idee von Umsetzung und etwas macht, was ja, definitiv da ist. Und das verlangt, komme ich wieder auf den Punkt, man muss ein Handwerk können. Ins Blaue arbeiten, habe ich gelernt, nein. Es muss sich wie das Licht drehen. Ich brauche Licht, was sich dreht, um eine Skulptur zu schaffen. Ich brauche Käufer, dass sich meine Werke wieder drehen, sie einen anderen Besitzer bekommen und ich wieder eine neue Skulptur erarbeiten kann. Das hat mir geholfen. Das gab mir, glaube ich, auch so dieses Gefühl von, es muss alles seine Ordnung haben.
auch in der Kunst.